Hallo und herzlich willkommen, ich bin Moira und wir sind hier beim zweiten Part von Commander Keen 1 Marooned on Mars. Ja, im letzten Part haben wir die ersten paar Level oder Stages oder was auch immer. Was? Ja? Okay. Ich bin verwirrt. So, jetzt geht's wieder. Ich hoffe mal gerade, man konnte das nicht so gut sehen, ansonsten muss ich da kurz einen Cut machen. Wir gehen auf jeden Fall in die nächste Stage. Und ja. Gibt eigentlich auch nicht viel zu den Leveln zu sagen. Es ist halt, wie gesagt, alles sehr, sehr linear aufgebaut. Das war fast schlecht. Die späteren Teile werden etwas mehr schusslastiger, also dass man da ein bisschen mehr Munition findet und auch ein bisschen mehr sich durchballern muss. Der erste Teil ist wirklich relativ spring viel, sammel viel. Und wir sind das erste Mal gestorben. Okay. Das wusste ich zum Beispiel nicht mehr, also es ist eine Ewigkeit her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ich habe das damals alle Teile zusammen mit meinem Vater auf einem alten Windows 98 gespielt. So bin ich überhaupt auch an das Spiel rangekommen. Also, weil das Spiel war halt noch ein ordentliches Stück vor meiner Zeit. Also das Spiel ist 7 Jahre älter als ich. Und ich habe die ja damals aber trotzdem alle 5 bei meinem Vater zusammen, also mit meinem Vater zusammen schon als kleines Kind gespielt. Und meine Jumpskills sind unglaublich. Ja, tut mir leid, dass ich mich gerade hier so ein bisschen blöd anstelle. Also ich habe schon, man muss schon sagen, ich habe vom 5. Teil damals im Kindergarten schon. Oh Gott, hat er mich erschreckt. Lecco mio. Ich habe damals von dem 5. Teil schon Bilder im Kindergarten gemalt. Also, es war halt wirklich. Ja, die Kollegen schieben einen auch nur hin und her. Gott sei Dank. Momentan haben wir halt noch nicht so viele tödliche Gegner selbst, sondern wir haben halt viele, viele, ja, Landgegenstände, also Sachen, die halt fest integriert sind, plus halt zwei Gegner, die uns bisher umbringen können, aber hoffentlich nicht tun. Wo springe ich hin? Was zum Teufel? Und irgendwie kommt mein Pogo-Stick nicht hoch. Ihr habt vielleicht gerade schon gesehen, da war wieder so ein Schild. Oh, es ist Kinder. Das werde ich euch auch kurz übersetzen. So. Solltet ihr gelesen haben. Ansonsten müsst ihr da halt eben das Video pausieren. Nein, da will ich gar nicht hin. Das ist mir. Boah, es ist Kinder. Was bin ich denn hier am Veranstalten? Also man muss dafür sagen. Die Steuerung ist unglaublich schwammig. Ich meine, man darf halt nicht zu viel erwarten. Es ist ein altes DOS-Game. Es sind keine. Nein! Das finde ich unfair. Das finde ich echt unfair. Sollte vielleicht mal gelegentlich speichern. Ich glaube, hier konnte ich oben drüber. Ja, genau. Da durfte ich nur nicht auf diese. Ja. Man sieht schon, ich bin ein Oberpro in dem Spiel. Man muss dazu sagen, also ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe diese Teile kaum gespielt. Also als Beispiel den 4. und den 5. Teil, die müsste ich alle noch komplett auswendig kennen, weil ich die wirklich am aktivsten gespielt habe.
Du Arschgesicht. Kann ich euch von da treffen? Ja. So, und bei denen war, glaube ich, die Besonderheit, die stehen irgendwann wieder auf. Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. I don't wanna die. Okay. Ja, ich wusste, dass hier noch einer davon kommt. Ach, da ist der Ausgang. Jesus Maria. Ja, das sind Teleporter. Wie man gerade gesehen hat. Machen wir mal weiter, ne? Haben wir jetzt eigentlich ein Leben mehr bekommen? Nee, immer noch nicht. Aber ein paar Punkte noch, dann haben wir ein neues Leben. Also, okay, hier können wir durchlaufen, wie es scheint. Ja, der Kollege da unten ist scheinbar auch böse. Du bist ein Eingefrorener. Süß. Ja, wir brauchen nur noch Gott sei Dank ein paar Punkte, dann haben wir wieder ein Leben. Also das nullte Leben zählt halt auch. Das Problem ist, sollten wir alle unsere Leben verlieren, dürfen wir das Ganze von neu machen. Dann werde ich das Ganze offline leider nachstellen müssen jedes Mal. Ich sehe jetzt schon kommen, dass das einige Male vorkommen wird, gerade bei den späteren Teilen, also bei Teil 2 und 3. Okay, vielleicht geht's aber auch einfach direkt in dem Teil. Ja, tut mir leid. Der Part wird etwas kürzer sein. Ich stelle mich zu noobig an. Demnach sind wir schon fertig hier mit dem Part. Ich werde das Ganze nachstellen bis zu dem Level. Und wir sehen uns dann im dritten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten lasst eine Bewertung da. Also, lasst trotzdem eine Bewertung da, selbst wenn es euch gefallen hat, ne? Und, bis zum nächsten Part. Tschüss.